Herzlich willkommen wieder zu meiner Sendung Standort Berlin, Stadtgespräch Wirtschaft. Mein Name ist Peter Brinkmann. Wenn Sie sich selbstständig machen wollen, ist das erstmal eine wunderbare Idee. Wenn Sie kein Geld dafür haben, ist das auch weiter nicht schlimm. Aber eins sollten Sie machen, Sie sollten sich kundig machen. Und ich habe mir heute eingeladen, den Mann und den Professor, der sein ganzes berufliches Leben damit verbracht hat, wie man jungen Leuten zur Selbstständigkeit verhilft. Herzlich willkommen, Professor Günther Faltin. Tag. Inzwischen sind Sie ja nicht mehr lehrend an der Universität, weil Sie schon das Pensionsalter erreicht haben. Unter uns, man sieht es nicht an. Aber Sie machen natürlich trotzdem weiter und haben gerade dieses entscheidende Buch für die Selbstständigkeit rausgebracht. Kopf schlägt Kapital. Was heißt denn das? Früher war es so, dass man zum Gründen viel Kapital brauchte. Da ging es um Stahlwerke, um Elektrounternehmen, Textilfabrik. Heute kann man gründen, man braucht immer noch ein bisschen Kapital, aber Kapital ist nicht mehr der Engpass. Und das ist wichtig, das laut zu sagen, Kapital ist nicht mehr der Engpass. Was ist der Engpass? Ein gutes Konzept auszuarbeiten. Ein Einfall allein reicht nicht. Kopf, also mit dem Kopf anstrengen und ein Konzept ausarbeiten, das ist ein durchaus anspruchsvoller Weg. Da muss man viele Schritte gehen, das muss man auch ein Stück weit erst lernen. Aber das ist wichtig. Das ist das eigentlich, würde ich sagen, Entscheidende, mit einem guten Konzept aufzutreten. Dann gelingen auch die anderen Sachen. Sie waren ja an der Universität, an der Freien Universität Berlin, der erste Professor für Existenzgründung. Mit dem englischen, französischen Wort gesagt, für Entrepreneurship. Das heißt ja nichts anderes als für Existenzgründer, nicht? Naja, es heißt schon mehr. Es heißt, sich was Neues ausdenken, also mit einer Innovation kommen. Nicht einfach das machen, was alle anderen machen. Damit hat man ja nur Nachteile. Wenn die anderen schon am Markt sind, haben die schon die ersten Fehler hinter sich, haben schon Kunden. Also mit was Neuem kommen, sich was Neues ausdenken. Man muss nicht was radikal Neues finden, aber man muss etwas haben, was einen Vorteil hat gegenüber denen, die schon am Markt sind. Wie viele junge Menschen haben Sie denn im Laufe Ihrer Lehrtätigkeit, ich glaube, die letzten 25 Jahre war das, nicht, wo Sie den Lehrstuhl innehatten, in die Existenzgründung gebracht und wie viele haben denn davon überlebt? Also, das sind ein paar Dutzend. Das waren am Anfang wenige. Das war, als wir vor 25 Jahren die Tee-Kampagne gegründet haben, da waren wir eine Ausnahmeerscheinung. Das ist das hier, das haben Sie wahrscheinlich schon gesehen, die Tee-Kampagne. Das ist das Werk von Ihnen. Das Damit sind Sie angefangen. War 1985 ist das gestartet. Heute haben wir über 200.000 Kunden. Das ist ein bisschen das Modell. Auch ein Beispiel für ein gut durchdachtes Konzept. Es ist nicht nur ein sehr gutes Produkt, es ist ein exzellent guter Preis, weil wir uns nur auf Darjeeling beschränken, nur eine einzige Teesorte. Es hat ökologische Vorteile. Wir haben von Anfang an Rückstandskontrollen gemacht, seit vielen Jahren nur noch Bio-Tee, natürlich Fairtrade. Uns gab es mit Fairtrade noch bevor das Wort überhaupt eingeführt war. Wir machen außerdem ein großes Wiederaufforstungsprojekt in Darjeeling. Also man kann vieles zusammen machen. Das war die Grundidee, das heißt, sie war anders. Ja, also dass man mit dem Kopf etwas ausarbeiten kann, selbst in einem gesättigten Markt wie Tee. Niemand hat ja auf uns gewartet, es gab genügend Tee. Und man kann damit erfolgreich sein. Wir sind nicht nur Marktführer in Deutschland in Darjeeling, wir sind inzwischen der weltgrößte Importeur von Darjeeling-Tee. Als mir die indische Teebehörde das sagte, sagte ich, sie müssen einen Fehler gemacht haben in ihrer Statistik. Sie sagten, nein, nein, sie sind der größte einzelne Importeur von Darjeeling-Tee, also nicht Twinings und alle diese großen Tee-Kampagne in Berlin. Tee-Kampagne Berlin. Wir haben ja vor 10 Jahren, man glaubt es kaum, das erste Mal darüber gesprochen. Ja, so lange ist das her. Ja, und damals haben Sie erzählt, dass es eben im Kopf anfängt. Und Sie hatten noch ein anderes Produkt damals, Möbel aus Hyazinthenblumen. Ja, das ist ein großes Umweltproblem. Die Wasserhyazinthe ist eine invasorische Pflanze, die gehört da nicht hin nach Asien. Und die bedeckt, wenn man sie nicht bekämpft, alle Wasserflächen. Und wir schöne haben Bilder Weg für gefunden. Touristen, ja, aber ja, schädlich für alle, die da leben. Ja. Wir haben einen Weg gefunden, die Stängel dieser Wasserhyazinthen zu verarbeiten. Und das sind sehr solide Sessel. Das machen wir jetzt auch seit über 10 Jahren. Und das ist ein Beispiel, wie man aus einem ökologischen Problem eine unternehmerische Chance machen kann.
dieses Buch ist, glaube ich, über 100.000 Mal verkauft inzwischen, nicht? Auf Deutsch, ja. Kopf schlägt Kapital. Das heißt, eines der großen Bestseller, taucht zwar nicht in den Spiegellisten auf, weil das ist jetzt 11. Auflage, so ungefähr. Ja, nicht? Ja. Da steht alles drin, Kopf schlägt Kapital. Was muss ich denn heute, die jungen Leute, die uns zuschauen, bitte genau hinhören jetzt, was muss ich denn beachten, wenn ich sage, ich habe eine tolle Idee, Oma, gib mir mal ein bisschen Geld, und die Oma sagt, geh zur Bank, hol dir das Geld, ja, und ich stürme los und die Bank sagt mir, kriegst du nicht, scheiß Idee, Entschuldigung, schlechte Idee. Ja, also, wo liegen die Fehler heute der jungen Existenzgründer? Ja, ich würde nicht zu der Bank als erstes gehen, sondern ich würde gucken, dass ich meine Freunde und Bekannten überzeugen kann. Die Oma. Also wenn das eigene Umfeld das Produkt nicht will, nicht kauft, wer soll es denn dann? Also ich würde immer zur Vorsicht raten, klein anfangen, nicht hoch verschulden und dann hoffen, dass die Kunden kommen, sondern Proof of Concept wäre das richtige englische Wort dafür. Das sehr Konzept früh prüfen. Den Proof of Concept holen und sehen, ist mein Einfall überhaupt passend? Kann ich ihn nicht verbessern? Also an der Idee arbeiten, an dem Konzept arbeiten und erst dann in die Finanzierung gehen. Möglichst, nachdem ich schon Kunden habe, dann finde ich natürlich eine Finanzierung. Dann beteiligen sich Leute lieber an meiner Firma, als wenn es nur eine blanke Idee ist. Aber ich höre doch immer wieder, auch hier bei mir, wenn ich junge Start-up-Gründer habe, die sagen, als erstes mich zur Bank gegangen, die haben gesagt, bring einen Businessplan mit und den prüfen wir und dann kriegst du vielleicht Geld. Das heißt, das ist gar nicht der richtige Weg. Also ein Konzept zu durchdenken ist gut und wenn man das in einem Businessplan macht, ja, aber ein Businessplan hat viele Teile, die zeitraubend sind, zum Beispiel 3-Jahres-Projektionen, von denen ich nichts halte. Das, so eine schöne Kurve in drei Jahren, 150% plus. Das ist gut für den Tresor der Bank vielleicht, aber also damit würde ich mir keine Zeit verschwenden. Ich würde gucken, dass ich das Produkt so präzis wie möglich von den Kunden her denke, nicht von der Technologie her. Wir in Deutschland haben eine Neigung, auch wie Silicon Valley, immer viel zu stark von der Technologie her zu denken. Alle wollen Apps erfinden jetzt. Ja, ja. Also verrückterweise gehen alle immer in den Bereich, wo die Konkurrenz am höchsten ist. Da gibt es sogar auch ein Buch dazu, die sagt, alle bewegen sich in dem Red Ocean und der riesige blaue Ozean, der bleibt so irgendwie. Also wir haben ja längst eine andere Bedürfnispyramide als noch vor vielleicht 10, 20 Jahren. Es geht nicht mehr um Grundbedürfnisse, es geht um ein Stück weit auch Selbstverwirklichung, um Sinnfindung, um Freundschaften zu pflegen. Also wir haben ja Bedürfnisse, wo die meisten Existenzgründer sich gar nicht rantrauen, weil sie glauben, es geht nicht. Also nicht umsonst sind ja Firmen wie Google oder Facebook so hoch bewertet, weil sie schon diese doch etwas fortgeschrittene Bedürfnisbefriedigung haben nach im Englischen Connectivity, also wir vielleicht Geselligkeit oder viele Freunde haben. Es ist ja nicht umsonst, dass gerade diese Firmen so erfolgreich sind. Sie haben ein Beispiel mitgebracht, wie man auch aus einem Markt, der eigentlich gesättigt ist, trotzdem eine neue Existenzgründung machen kann, nämlich Waschmittel. Als Sie mir das erzählt haben und mitgebracht haben und als wir es eben hingestellt haben, habe ich gedacht, wieso kann man mit Waschmitteln denn eine neue Firma gründen? Ja. Ich meine, das ist doch nun wirklich 1000% besetzt. Ja. Und jeder hätte doch genauso gedacht wie ich, oder? Und von ganz großen Firmen, Procter & Gamble und Unilever, also die ganz großen Firmen oder Henkel in Deutschland. Es ist eine relativ einfache Idee, also sie sieht einfach aus, wenn man lange genug darüber nachgedacht hat. Wie lange haben Sie denn darüber nachgedacht? Also, das ist jemand gewesen, der zu mir in die Sprechstunde kam und da kommen viele Leute und tragen ihre Idee vor und da fand ich toll. Ja. Das ist eine Idee, die mir auch schon mal durch den Kopf gegangen war, aber er hatte, ein Rechtsanwalt übrigens aus Bayern, diese Idee schon weiter vorangetrieben. Und ich habe gesagt, wenn Sie wollen, dann mache ich mit. Waschmittel, es gibt immer ein Waschmittel, obwohl wir verschiedene Wasserhärtegrade haben. Und bei dem einen Härtegrad muss ich viel enthärter reintun und beim anderen muss ich viel Waschmittel reintun. So, also es ist ein Argument, das eigentlich jedem einleuchtet. Man müsste Waschmittel auf Härtegrade zuschneiden, also wenigstens drei verschiedene, weich, mittel und hart. Und dann spare ich sehr viel Waschmittel. Und das Waschmittel muss ich ja bezahlen. Und es geht unverbraucht in den Ausguss, also ist auch ökologisch richtig schädlich. Und an der Stelle zu sagen, wenn wir drei Waschmittel machen, haben wir eine
gute Sache getan, sowohl für den Kunden, der spart Geld. Und wir können das, obwohl wir sehr klein sind noch, ungefähr zum Preis von Aldi anbieten, weil wir einfach eine Menge weglassen können. Und es glaubt niemand, aber Sie können eine volle Waschmaschine mit so wenig, das ist ja noch zur Hälfte nur voll, mit so wenig Waschmittel machen. Normalerweise müssen Sie sehr viel mehr verwenden. Aber wie verdienen Sie denn Geld daran? Sie müssen es ja auch vertreiben. Irgendjemand muss abfüllen. Haben Sie da Apfelfabriken gekauft oder gemacht? Oder? Mit Komponentengründen. Ganz wichtiger Punkt. Gutes Stichwort. Mit Komponentengründen. Nicht alle selber aufbauen wollen. Warum sollen wir selber Waschmittel herstellen? Wir das ist das Konzept bei Teekampagne gewesen, nicht? Ja, ja. Das haben Sie auch nicht selber. Packen Sie ja auch nicht selber, nicht? Nein. Natürlich lassen wir nicht selber abpacken. Wir stellen auch den Tee nicht selber her. Wir mussten jemanden finden, der Waschmittel herstellt, professionell, und der bereit ist, unseren Vorschlägen zu folgen, nämlich drei verschiedene nach Härtegrad aufgeteilte Waschmittel. Und da haben wir lange gesucht, war nicht einfach. Die Großen haben alle abgewinkt. Und da haben wir einen kleinen Hersteller, der dieses Waschmittel nach unserem Rezept macht. Und wir lassen dort auch abpacken, das machen wir nicht selber. Wir versenden auch nicht selber. Also der Entrepreneur, der Gründer, der Ideengeber, der muss sich darauf beschränken. Das ist gut so. Da hat er genug zu tun. Wer macht das für mich? Ja? Wer macht das für mich? Und diese Komponenten finden, professionelle Komponenten. Das heißt ja auch, er muss nicht so viel investieren. Wir müssen nicht in eine Waschmittelfabrik, in eine Verpackanlage, in Versandanlagen investieren. Das benutzen wir von anderen, wir bezahlen dafür, aber wir haben natürlich vergleichsweise geringe Investitionssummen. Also anders als früher, das heißt, wo man alles selber macht. Jeder Ihrer Studenten hätte selbst drauf kommen können. Das heißt, jeder von uns hätte drauf kommen können. Ja. Ich besorge mir eine Waschmittelfabrik. Ja. Die ist wo übrigens? Ja. Wo haben die Sie die gefunden? In Zittau. In Zittau. Also so am nach Osten, weit an der Grenze der Republik, klein. Aber wir haben jemanden gefunden, einen Eigentümer, der sagte, das macht mir Sinn, damit kann ich groß werden. Das ist eine Innovation am Waschmittelmarkt. Also selbst mit Waschmitteln kann man heute noch eine Firma gründen, wenn man nur eine Idee hat. Und deswegen heißt das Buch von Herrn Professor Faltin ja auch Kopf schlägt Kapital. Und das ist ganz entscheidend. Ich spreche heute immer, wie können Sie sich selbstständig machen? Mit einfachen Mitteln, mit einem Businessplan, der nicht gleich zur Bank den Weg zur Bank nötig macht. Das ist unser Thema. Günter Faltin war 25 Jahre, nein, noch länger, nicht? Über 30 Jahre. Schon, ja. Professor für Entrepreneurship an der FU Berlin, das heißt für Existenzgründung. Er ist der Fachmann überhaupt in Deutschland und deswegen habe ich ihn heute bei uns eingeladen. Bis nach der Pause, bis gleich.